Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zurück zu Andi zur Kindergarten. Wir befinden uns mittlerweile in Part Nummer 6, haben im letzten Part einfach mal der Lehrerin den Arsch geküsst und sind jetzt mittlerweile in der Route angekommen, dass wir uns um den kleinen Bugs kümmern. Nugget, danach hätten wir schon, das heißt, wir haben jetzt noch 3 Episoden vor uns, was die Hauptstory angeht. Bugs, danach Monty, danach Lily und wir fangen mit Bugs an. Und wir brauchen das Special Item von der Lehrerin, bevor wir Bugs Missionen vervollständigen können. Das ist der Lunchpass. Den habe ich mir lustigerweise mal genommen, weil ich muss doch wieder ein bisschen Cash machen. Und habe irgendeine Monsterkarte, ich glaube hier Captain Falcon bekommen. Also Falcon Kelken. denn wenn wir den Lunchpass benutzen, können wir mit der Lehrerin zusammen Mittagsschmacko fatzen. Warum das jetzt irgendwie ein Bonus ist, weiß ich auch nicht, aber die Pflanze von Lily ist jetzt auch nicht, von Cindy ist auch nicht so toll. Aber naja, auf jeden Fall brauchen wir den Lunchpass, warum auch immer. Und wir dürfen, also Bugs muss uns ausrauben können, aber wir müssen sagen können, schwul Bugs, hör mal auf jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ich brauche, deswegen werde ich mir jetzt einfach mal 6 Dollar mitnehmen. Das heißt, wenn er mir die Hälfte abzieht, habe ich immer noch 3. Aber ich habe nicht den Hauch einer Maus. Verpiss dich mal bitte. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie viel ich brauche, aber den Lunchpass brauchen wir auf jeden Fall mal. Dann brauchen wir ein bisschen Cash. Vorzugsweise, wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal 6 Dollar mit. Ich habe keinen Plan, wie viel ich brauche. So, 6 Dollar, Kaching. Und los geht's! Jawohl! Boah, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht wieder so ein 40-Minuten-Part, ey. Oh, ihre Geld, ja, ist ja gut. Hier, nimm mein Geld. Halt deine Schnauze und nimm das Geld einfach. So. So. Jetzt ist das eigentlich... Das interessiert mich jetzt mal. Wo war nochmal der Planner? Wo ist er? Da ist er. Okay. Wir müssen mit ihr quatschen, aber wir dürfen nicht sagen, ey, schwul. So. Bugs hat mir das Geld geklaut. Was ist da für mich drin? Will ich nicht machen, so. Oh, ich muss schon sagen, ich bin kein Fan von dir und auch nicht davon, dass du Nein sagst. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes für dich passiert. Das wäre echt ärgerlich. Ja, hoffe ich auch. So, jetzt müssen wir schätzungsweise mal wieder mit Bugs reden. Bugs, Bruder, ich hab dich nicht verpfiffen, du Penner. Was willst du, Typ? Ich geb dir dein Geld nicht weg. Hm, was muss ich denn machen? Joa. Eine Sache, die ich lustigerweise rausgefunden habe, als ich hier ein bisschen rumgelaufen bin, ist, dass ich mir von ihm fast free of charge eine Pille besorgen kann. Indem ich... was sind diese Pillen? Gib mir einfach mal die... Komm, gib mir die Pille, Junge. Gib mir die Pille. Da haben wir sie. Da ich eh ein paar Aktionen offen habe, halte ich mir die Pille offen, weil ich nicht weiß, was ich später für Bugs brauche. Und mit der Pille können wir diese ganzen Cabins, die da offen frei rumliegen, können wir uns da locker easy bedienen. Und müssen wir noch irgendwas machen? Ich weiß, ich gehe jetzt einfach mal nach vorne. Ich meine, wir können den Tag jetzt noch restarten. Ja, guten Morgen, Kinder! Weil irgendwie habe ich das Gefühl... Yes! Psst. Hey, Kid! Ich habe gehört, dass die Lehrerin was sie versucht hat, mit mir zu machen. Die alte Applegate versucht schon seit längerem irgendwas anzuhängen. Also schön zu wissen, dass es nur jemand anderen gibt, der sich gegen sie auflehnen will. Kein Problem, Digga. Ja, das ist eigentlich ein Problem. Sie denkt sich vermutlich schon gerade was aus, wie sie uns Ärger anhängen kann, während wir gerade reden. So habe ich meine ersten beiden Strikes bekommen. Wenn ich noch einen kriege, werde ich rausgeschmissen. Wäre das denn so schlimm? naja, wenn man darüber nachdenkt, dass das letzte Kind, was rausgeworfen wurde, das vermisste Kind Billy ist, wäre es blöd, wenn ich rausgeschmissen werde. Na, da behalte ich mal im Hinterkopf. Wir sollten zusammenarbeiten, bevor sie uns kriegt. Okay, da bin ich dabei, Junge. Okay, schlauer Move. Nimm das hier. Wenn sie irgendetwas Funnyes versucht, also irgendwas Komisches versucht, dann hab keine Angst, es zu benutzen. Messer? Ja, ist ein Messer. Pass auf. Irgendwas Schlimmes passiert gerade an dieser Schule. Jeder weiß das, aber keiner redet darüber. Ich werde hier nicht absaufen ohne einen guten Kampf. Ja, da hast du schon einen guten Punkt. Wir müssen einen Weg finden, die Alte allein zu erwischen. Ich will keine Zeugen. Ja, ich habe einen Lunchpass, deswegen brauchen wir ihn auch. Stechen wir echt die Alte ab, ey?
Na, schau mal einer an, du kleiner Lehrerliebling. Das wird's auf jeden Fall einfacher machen. So, nachdem die Morningzeit vorbei ist, wirst du mit ihr ein ganz besonderes Lunch haben. Und sie einfach umbringen? Alter! Ja, so in etwa. Warte einfach, bis sie sich umgedreht hat und dann schlag zu. Ich warte draußen. Wie wird sie denn sich umdrehen? Guter Punkt. Wir brauchen irgendwie eine Art von Ablenkung. Frag mal Monty, ob er irgendwas für den Job hat. Okay, Babydoll! Okay. Schau mal, ob Monty eine Ablenkung... Alter, wir stechen gerade die Lehrerin ab! Hey, ich will das... Du bist eigentlich voll die Scheißlehrerin, aber eigentlich will ich das nicht, aber eigentlich bist du voll die Scheißlehrerin. Monty, hilf mir! Hast du irgendeine Ablenkung, Digga? Was? Du willst mein Morgenbuddy sein, aber für so einen Unsinn habe ich nichts. Ich will was kaufen. Hast du irgendwas? Hast du irgendwas, was eine Ablenkung bringt? Sorry, ich habe da nichts im Moment, aber ich kann dir was sagen. Wenn du mir irgendeine Art von Gerät besorgst, dann kann ich ja bestimmt was draus machen. Wo kann ich denn eins finden, Alter? Okay. Ja, der Schulleiter gibt sie an Kinder, die er komisch findet. Nugget hat eins gehabt, aber er mag das zu haben. Only gives it to... Er gibt es nur den Kindern, die seine Freunde sein wollen. Okay. Aber sind das nicht diese Devices hier? Könnte ich im Prinzip das Device hier nehmen? Ich meine, ich habe die Pille. Gott sei Dank habe ich die Pille, Alter. Okay. Versuchen wir es mal. Kann ich ihr die Pille in den Rachen werfen und dann läuft die Kiste? Hier hast du eine Pille. Und jetzt halt die Klappe. Weil mit der Pille kann ich mir ja ganz gemütlich das Teil hier gönnen. Okay, den Onkel nehmen wir uns mit. Ich könnte mir noch andere Sachen klauen. Was haben wir eigentlich für neue Hinweise? Fällt mir mal gerade ein. 3. From by giving Nugget a flower before school starts or by getting central principal by Nugget. Okay, aber ich habe doch gerade ein Device bekommen. Oder ist das das Falsche? Also du kannst das Gerät kriegen. Also wir könnten die Pflanze mitnehmen und sie Nugget geben vor der Schule. Oder wir können zum Schulleiter geschickt werden von Nugget. Okay. Okay. Aber geht das Device hier nicht auch? Monty, hilf mir bitte! Ey, das geht! Boom! Da Vinci Code gebroken, Freunde. Ohne Scheiß. Bam. Aber jetzt, da ich einen Hinweis habe, weiß ich, wie es besser geht. Okay, was mit dem Ding hier? Oh ja, das ist genau das, worüber ich rede. Das kostet dich 1,50. Ist das okay? Gut, dass ich Geld dabei habe, Alter! Okay, dann. So funktioniert das. Bla 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 bla. Also irgendwas machen auf jeden Fall. So, hier ist die Fernbedienung. Du musst einfach den Button pressen und dann fliegt das Ding in die Luft wie ein Firecracker. Das klappt allerdings nur einmal. Sei also vorsichtig. Okay. Okay. Okay, Bugs, wir haben was. Bugs, ich hab den Da Vinci Code gebrochen, Alter. Ich bin einfach der geilste. So. Jupp, ich hab was, Digga. Na komm, pack's unter irgendeinen der Vordertische. Du wirst dich darüber freuen, dass du es getan hast. Okay, alles klar. Hier, bums, so, bums, hier, bam. Jawohl. So, was muss ich jetzt machen? Okay, jetzt musst du den Lunchpass benutzen mit ihr. Du bist so ein Role Model. Wie kann ich ja den Lunchpass benutzen? Muss ich dafür erstmal... Okay. Was ist das hier? In Lillys Kabi ist ein Vergrößerungsglas, womit sie nach Hinweisen für ihren verlorenen Bruder sucht. So, ich glaube, dass ich den Lunchpass benutze, wenn das Ganze hier vorbei ist. Von daher klaue ich mir noch irgendwas von den Kabis. Nehme ich jetzt das hier oder nehme ich den Nugget? Ich glaube, ich nehme den Nugget. Nehme ich den Nugget. Mit dem Nugget kriege ich Nuggets Freundschaft. Und das Magnifying Glass brauche ich vermutlich erst für Lilly. Ich nehme jetzt einfach den Nugget. Halt die Schnauze. Nuggets sind lecker. Hör damit. So. Frau Lehrerin, ich hab einen Lunchpass. Oh, cool. Da geht meine Raucherpause hin. Naja, wir haben jetzt einfach Lunch zusammen. Ey, geil.
der Rest von euch verpisst euch in die Cafeteria. Dieses süße Smiley auf diesem McDonalds-Ding ist einfach geil. Dieses besondere Lunch mit meinem Lieblingsschüler zu haben, anstatt einer Raucherpause, ist einer der tollsten Dinge während dem Lehrersein. Hier ist dein McLob, Silly Meal. Viel Spaß damit. Danke. Na komm schon, beiß rein. Es ist lecker und vielleicht hat er sogar Nährstoffe. Okay. Ablenkung aktivieren. Oh mein. Was zum Teufel ist hier passiert? Kommt das von hier? Zeit, sie abzuschlechten. Wie er ihr das Messer einfach in den Arsch gesteckt hat und sie blutet, als hätte sie Hämorrhoiden Paridase da. Alter, Paris, Parade, Paradies. Auf jeden Fall geht's gut. Ah! Du kleiner Bastard, ich werde... Oh Gott, du. Plopp. Oh, ich hab sie schreien gehört. Die anderen alle nicht, aber ich hab sie schreien gehört. Wow, ich kann nicht glauben, dass du es wirklich getan hast und dass sie gestorben ist, nur weil du das Messer in den Arsch gerammt hast. Zieh das Messer raus. Das hat nur deine Fingerabdrücke. Sie hat vermutlich ein Telefon bei ihr. Ich denke, ich nehme das. Das ist die Glocke. Wir sollten hier abhauen. Die Pause startet gleich. Und ich will nicht, dass irgendwer bemerkt, dass wir beim Lunch nicht da gewesen sind. Wir sehen uns in der Pause. Und dann helfe ich dir, das Messer zu verstecken. Okay, Digga. Das läuft mir gerade hier ein bisschen zu smooth, ja? Okay, Bugs. Bugs, sag mal, was abgeht hier. Ich habe auch einen leckeren Nugget, damit können wir... Wir können sagen, dass es Ketchup gewesen ist. Bugs, ich schwöre, wenn ich jetzt wegen dir im Knast lande, ne? Okay. Es ist klar, dass jemand Notiz davon genommen hat, dass die Lehrerin nicht da ist. Ansonsten würde dieser alte Lunatic hier, nicht rumstehen und uns beobachten, während wir draußen sind. Wir sollten das Messer verstecken, bevor wir wieder reingehen. Aber, wo sollen wir es denn verstecken? Der einzige Ort ist Nuggets Loch. Das einzige Problem ist, dass Nugget sehr, sehr eigen sein kann. Und wir sind nicht gerade seine Freunde. Könntest du ihn vielleicht überzeugen, dass wir es da reinwerfen können? Wie geil ist es, dass ich nie das Vergrößerungsglas mitgenommen habe, Alter? Boah! Haben wir irgendwelche Hinweise? Ich meine, ich habe Hinweis Nummer 3 vollkommen missachtet. Ich meine, wir haben Nugget die Blume nicht gegeben und Nugget hat uns auch nicht zum Principal geschickt, aber die anderen beiden Hinweise habe ich auch noch nicht mal. Wie kriegen wir denn Nugget? Wie kommen wir denn Nuggets noch? Okay. Steht hier nirgendwo. Nugget, mein Broster. Bitte lass mich das Messer da reinwerfen. Nugget, komm schon. Pass auf, der Nugget Cave. Er ist sehr tief und sehr dunkel. Welche Geheimnisse hält er? Ich weiß es nicht. Kann ich was in dem Loch verstecken? Du willst eine Contribution zu dem Nugget Cave machen? Was denn? Das Messer hier. Oh mein! Das Messer hat ein paar komische Dinge gesehen. Nugget kann das sehen. Nugget will, dass ich im Nugget Cave... Oh yeah, boy! Nugget! Ich hab was. Aber wir sind Freunde, oder? Du hast das Nugget der Freundschaft? Nun ja. Dann darfst du das Messer des Bösen auch in den Nugget Cave werfen. Fuck yeah, boy! Nun ist es weg. Nugget hat andere Dinge, die er, die seine Aufmerksamkeit brauchen. Okay. Das Problem ist jetzt, und das weiß ich aus den Money Runs, ich brauche etwas für Show and Tell, ansonsten sterbe ich und ich hoffe, dass Monty irgendwas hat. Ich will irgendwas kaufen, Brudi. Verkauf mir die Monsterkarte. $12,50, Alter! Wie soll ich das kaufen, Mann? Oh, Monty. Fuck you, dude. Ich brauche irgendwas. Kann ich die Monsterkarte holen? Two blue before red. Ach Gott, Alter. Wie war das denn jetzt? Ich brauche nochmal einen Stift und Papier. Ich brauche irgendwas. Ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwie kriege, Alter. Blatt Papier, hier, so. Go twice the duck that's furthest south. Das ist gelb.
Blau, blau, rot. Gelb, blau. So. Okay, so, gelb. Gelb. Blau. Blau. Rot. Gelb. Blau. Oh, thank the Lord. Ich hab sowas. Ich hab was für Show and Tell, Alter. Gott sei Dank. Fick mich hart. Okay, okay, Bugs, was läuft bei dir? Naja, bist losgeworden, hab ich. Oh, fuck yeah. Ich kann nicht glauben, dass wir dabei sind, das Ganze loszuwerden. Ich meine, ich muss mein ganzes Blut abwaschen, was ich über dem Körper habe. Bleib einfach cool, wenn wir wieder reingehen und es wird alles schon klappen. Was ist mit ihrem Telefon, Mann? Kümmer dich darum nicht. Wir halten einfach unsere Augen offen und sind bereit dazu, wenn die Zeit reif ist. Okay. Okay, okay. Kann ich irgendwie noch was für Show and Tell kriegen, falls ihr meine Monsterkarte nicht akzeptiert? Und kann ich mein Blut irgendwie loswerden, Freunde? Der sagt mir nur was wegen dem Rätsel, der verkauft mir nur überteuerte Monsterkarten. Wie soll ich 12,50 Dollar kriegen, Mann? Vermutlich mit 5 Dollar irgendwie reingehen, irgendwelche Sachen verkaufen an ihn und... Ach, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Lilly, hast du irgendwas für mich? Cindy, hast du irgendwas für mich? Cindy, du kleine Bitch! Jetzt nicht sterben. Na, kann ich mich unten reinwaschen? Okay, du hast nichts mehr für mich. Bugs, hast du irgendwas für mich? Okay, Hausmeister! Darf ich mich waschen gehen oder sowas? Ich darf jetzt nicht frech werden, bitte. Ich will nicht sterben, ich bin weg. Okay. Beten wir, dass diese Monsterkarte richtig ist. Okay, ihr kleinen Penner, rein mit euch. Das war die Glocke. Kriegt eure wertlosen Ärsche wieder rein. Was macht der Lehrer? Oh ja, ja gut, die Lehrerin liegt tot da. Kein Wunder, dass der Schulleiter da ist. Kinder, ich habe schlechte Nachrichten. Wenn ihr nach rechts seht, seht ihr eure kurz zuvor noch unerstochene Lehrerin. Oh mein Gott, ist hier irgendwo ein Mörder? Es ist vermutlich der gruselige Hausmeister. Wir haben den Hausmeister schon von dem Verdacht befreit. Er war in der Cafeteria und hat diese Biscuitballs verkauft, als der Tod aufgetreten ist. Naja, sie hat es... wie kann man Shared is Coming ein bisschen Deutsch übersetzen? War klar, dass es hier passiert. Also sie hat dafür gesorgt, dass es sowas bei ihr passiert. Sie hat dafür gesorgt, dass es auf sie zukommt. Hey Dad, was machen wir jetzt deswegen? Erst Billy, nun das. Wir sind nicht sicher an dieser Schule. Das wird meine Verkäufe für den Rest der Woche aber total senken. Genug! Nugget mag die Art, wie sie hier riecht. Nugget, du bist und bleibst einfach der Geilste, ohne Scheiß. Halt's Maul, du komischer Junge. Nimm eine deiner Pillen oder so. Naja, egal. Ich muss jetzt alle durchsuchen, um sicherzustellen, dass keiner von euch etwas dabei hat, was man dazu benutzen könnte, die Lehrerin zu erstechen. Boah, ich bin voller Blut, Junge. Wer soll's denn gewesen sein? Wie wär's, wenn jemand Abstriche von meinem Blut im Gesicht macht und merkt, oh, das ist ja von der Lehrerin. Fuck me, dude. Ich meine ernsthaft, Gott sei Dank sind wir nicht das Messer losgeworden, aber ich hoffe, dass ich mit dieser Pokémon-Karte durch Show and Tell komme. Er weiß sogar, dass ich voller Blut bin. Wir starten mit dir. Du voll mit Blut bist. Leer deine Taschen. Ach Gott. Schau, als hättest du nichts dabei. Nun, wir gehen mal weiter und durchsuchen Bugs als nächstes. Yes! Bisher klappt's gut. Hä? Schau, als hättest du auch nichts bei dir. Verdammt. Nun, schuldig der Lunch Lady 20 Dollar. Naja. Scheint, als wäre niemand anderes hier in der Lage, die Lehrerin umzubringen. Nachdem ich das gesagt habe, kann ich euch wohl nur alle nach Hause schicken, da eure Lehrerin tot ist. Oh yeah, boy! Mm-mm. Oh yeah! Oh, fuck yeah. Nun ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, mit dem Mord davon zu kommen. Glaub mir, wenn ich sage, das war das Beste. Hast du immer das Telefon? Ich hab's dir gegeben, als ich dahin gelaufen bin, um durchsucht zu werden. Sehr sneaky, was? Naja, ich hab gesehen, dass du es mir gesehen hast, also so sneaky war's nicht. Weißt du was? Wieso behältst du es nicht? Ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Vielleicht brauchst du es irgendwann mal. Cool, danke. Das war spaßig. Vielleicht können wir das ja noch mal irgendwann machen. Ich sehe dich dann, Kid.
Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Die Monsterkarte habe ich schon 30 Mal, aber oh yeah! Oh yeah, Money Boy! Einen Run mache ich aber jetzt, glaube ich, noch, einfach um ein bisschen Geld zu sparen. Und wir haben 20 Minuten, Leute, was los? Die letzte Folge hat 40 Minuten gebraucht und jetzt habe ich 20 gebraucht. Okay, wie hätten wir es denn machen sollen? Jetzt mal so abseits von dem, wie wir es gemacht haben. Wir brauchen das Special Item von den Lehrern, das haben wir mitgenommen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben weder das Device von Monty uns geholt über die Blume von Nugget, weil mir wurde nicht gesagt, dass ich das brauche, noch sind wir zum Principal gegangen. Warum auch immer wir zum Principal hätten gehen müssen. Ich weiß es nicht. Aber lief irgendwie. Benutze den Lunchpass, um mit der Lunchlady Schmackofazzi zu haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja klar, deswegen mussten wir auch den Lunchpass mitnehmen. Das letzte ist... Oh, Gott sei Dank habe ich diesen Nugget noch genommen, Alter. Aber ich wundere mich, wie man ansonsten... Ich meine, klar, ich weiß, wie man an das Device jetzt kommt, aber... Ich habe einen komplett anderen Weg eingeschlagen als hier, was ich ganz interessant finde, einfach weil man muss nicht diesen Weg hier so nach dem Motto, ey, du musst wissen, dass du das und das machst. Das Einzige, wo ich Luck gehabt habe, ist, dass ich mir die Pille von Nugget geholt habe und dass ich das Nugget für Nugget geholt habe. Weil das war das Einzige, was ich gebraucht habe. Sweet Jesus, Alter. So, wir brauchen das Special Item von Jerome und so viel Geld, wie ich tragen kann, um Montys Mission zu schaffen. Das heißt, ich muss 10 Dollar haben, sowieso. Das heißt, wir machen jetzt noch einen schnellen Dollar-Run. Alter! Das, wie gesagt, ich nehme das mit, weil ich was für Show and Tell brauche. Weil sobald ich nichts für Show and Tell brauche, sagt der Principal mir, du hast nix, du bist nix. Du hast nix auf meinen Schuld zu suchen, ja. Wieso bist du so wertlos, Digga? Läuft bei dir. Wieso haut Lilly immer ab? Lampe. So, Recess. Dö. Wir können echt 5 Dollar pro Tag machen mit der Scheiße hier. Okay, bla bla bla. Hier ist die Blume. Ja, ja, Lilly. Ich nenne sie immer Lilly, weil das ist eine Lilly und das ist eine Blume. Aber die heißt Cindy, verdammte Axt. Sweet Jesus. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch die anderen Sachen holen, die da im Cupboard sind. Da ist Geld, was ich vielleicht für Monty brauche, weil ich kann mir ja die Pille von Nugget jeden Morgen holen. Und dann kann ich die Cups durchstöbern und mir Sachen holen, wie zum Beispiel die Monsterkarte, das Geld, was da rumfliegt. Aber ich kann in der Sparbüchse eh nur 10 Dollar haben und am Anfang halbiert mir Bugs die Kohle ja sowieso. Crazy, Montag schon 13 Mal, leck mich am Arsch, Alter. Wir haben das Telefon auf jeden Fall. Okay. Was brauchen wir denn hier? Das Special Item von Jerome. Was gab's denn von Jerome? War das dieses Schlüsseldingen hier? Oder war das die Notiz? Okay, für einen Preis macht er mir das. Also ich denke, ich brauche das hier und am Ende des Tages bekomme ich den Schlüssel. Und mit dem Schlüssel, dem hier und vielleicht dem Telefon, mache ich dann am Ende Lillys Quest, um rauszufinden, was bei Billy abgegangen ist hier. Aber, oh sweet Jesus, wir haben Bugs hinbekommen. Ich bin wahnsinnig erleichtert, dass das so easy hingehauen hat. Okay, die Box vom Janitor hat 5 Dollar in sich. Also müssen wir vermutlich zum Janitor. Das heißt, wir müssen während der Pause irgendwie da raus. Ich bereite mich mal ein bisschen auf den nächsten Part vor, indem ich mir mal die ganzen Hints hier durchlese und überlege, wie wir zum Janitor kommen in der Pause. Und wie wir am besten Kohle mitnehmen können, weil das so ziemlich die einzigen Hinweise sind, die ich habe. Und ich glaube, dass ich die Pille von Nugget wieder haben möchte, einfach um an das Geld zu kommen, was in den Cups oben drin ist. Und von daher, meine Freunde, das war Part Nummer 6. Diesmal ein bisschen kürzer. Dafür war der letzte Part ein bisschen länger. Und ich weiß nicht, wie lang der Part von Monty ist. Aber das war Part 6. In Part 7 kümmern wir uns komplett um den guten Monty. Und in Part 8... geht's dann in die Überlänge, also denke ich mal, einfach weil das hier übertrieben lang ist. Vielleicht machen wir dann einen special langen Part raus, in dem wir alles aufklären, was so in der Schule am Abgehen ist. Von daher, das war Part Nummer 6, das war Bugs. Hau da rein, bis zum nächsten Mal und nehmt immer Geld mit in den Kindergarten. Ciao, ciao!